Wir sind in der Schweiz angekommen. Genau, Navi wollte uns ganz woanders hin jagen. Da haben wir aber gesagt, wir wissen ja, wo es lang geht. Also Navi ärgern und rauf. Keine Kontrollen gehabt, also weder nach Österreich rein. Die standen zwar da, aber da kontrolliert, also nur durchgewunken, mehr nicht. Genau, also mehr wurde nicht gemacht. Hat gut geklappt. Wir wollen jetzt an den Walissee. Ja, Walissee, ja. Walensee, ja. Keine Ahnung. Wir gucken nochmal genau und dann sagen wir das nachher nochmal richtig. Weil vielleicht haben wir da eh keinen Platz und dann fahren wir woanders hin. Also wir werden den Namen erst dann richtig auf dem Schirm haben, wenn wir da auch da sind. Genau, da fahren wir jetzt hin. Wir haben jetzt erstmal abgewaschen, weil wir hatten ja gestern Grillgut. Wir hatten heute Frühstück. Das haben wir einfach nur Müll und so weiter, das musste mal alles entsorgt werden. Das sah aus hier drin. Ja, man hat nur einen Bulli, man hat ja keinen Malibu. Das haben Iris und Uwe auch festgestellt. Naja, der Bulli ist halt schon ein bisschen kleiner. Ja, dementsprechend muss man viel... Aber es geht auch. Viel, viel räumen. Aber das kennen wir nicht anders. Richtig. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob wir den Parkplatz, wir haben einen bei Park4Night gefunden, ob der so funktioniert. Wenn nicht, das muss man sehen. Suchen wir was anderes. Und jetzt wollen wir ein bisschen was rumtesten. Aber da nehmen wir euch nicht mit. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Kaum nutzen wir das richtige Navi, schon kommen wir tatsächlich auf den Platz, den wir bei Park4Night gefunden haben. Aber es wird anstrengend. Also richtig anstrengend. Also wir haben jetzt gerade nochmal, was hast du gesagt, also mit einem großen Fahrzeug. Also mit einem 6 Meter Fahrzeug, wenn wir den Malibu haben, vergesst es. Also würde ich nicht mehr machen, ehrlich nicht. Es geht über Schotter, Schotter ist ja gar nicht das Problem. Aber die Straßen, es gibt keine wenig Ausweichmöglichkeiten. Und aneinander vorbei kannst du nicht. Also die Straße ist so schmal, dass gerade das Auto da durchpasst. Und der Malibu, also der Ducato ist ja noch ein bisschen größer, ne? Ein bisschen breiter, aber... Naja, also das war schon deftig. Aber das ist das, was wir jetzt sehen und ihr noch nicht. Das zeigen wir euch gleich. Es ist der Hammer. Das ist eine Aussicht. Ey, Wahnsinn. Wirklich. Richtig, Wahnsinn. Wahnsinn. Und das zeigen wir euch jetzt. Genau. Wir sitzen in der Hütte und haben eine Aussicht. Bombastisch. Also es gab hier so ein paar Meter zu Fuß, die man hier noch laufen konnte. So weiß nicht, 50 Meter, 100 vielleicht. Und es geht ganz schön steil bergab. An der Seite, ja, da muss man schon ganz schön aufpassen. Also auch hier geht es jetzt da runter, ganz schön runter. Aber hat sich gelohnt, aber schaut doch mal selber, oder Marcel? Ja. Thank you.
Ich würde sagen, das nennt man mal eine Aussicht. Ja. Wie gesagt, das ist der Walensee. Also Türkis, blau, das toll. Wasser, also. Wir haben es ja immer mal wieder bei einem anderen YouTuber gesehen, wenn der hier in der Region war. Ja. Und top. Wow. Aber wie gesagt, da hoch, nicht größer als ein Bulli. Sorry, das geht nicht. Da kommen dir auch Autos entgegen. Da kommst du nicht dran vorbei. Tja, wenn man jetzt hier ganz ruhig ist, dann hört man nämlich noch die Glocken der Kühe, die ja da hinten ein bisschen weiter unten sind. Natürlich sind die laut genug. Wir hatten jetzt zum Abend noch einen sehr schönen Abend hier am Wallensee. Es war, wir haben immer noch Aussicht, also es ist noch leicht tageshell, leichtes Tageslicht haben wir noch, also es ist noch ein bisschen hell. Der Marcel war sehr fleißig, der hat noch ein Video geschnitten, was ihr natürlich schon gesehen habt, nämlich den ersten Teil. Den hat er hier doch echt mal auf unserer Reise geschnitten, das war mal so ein Versuch, der ist, würde ich sagen, ganz gut gelungen. Den werden wir uns aber jetzt nochmal probeweise bzw. Fehlerkorrektur schauen. Und ansonsten hört jetzt hier der Tag auf und wir werden jetzt uns hier Bett fertig machen, wie wir das schon gemacht haben. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Also, gute Nacht. Dann würden wir mal behaupten, guten Tag. Guten Tag. Weil guten Morgen ist nicht mehr. Doch, das kann man um 11 Uhr, kurz nach 11 schon sagen. Es war hier eine sehr ruhige Nacht. Ja, man hat nicht mal das Gebimsel und Gebamsel gehört, was man jetzt gerade wieder hört, aber jetzt sind wir auch wieder in der frischen Luft. Genau. Wie ihr seht, ihr seht da nichts. Es ist alles diesig. Es war zwischendurch mal so, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten mal klare Sicht. Genau, da konnten wir wenigstens rüberschauen. Und runter zum See. Aber das ist jetzt alles wieder nicht möglich. Heute ist ein total verregnischer Tag. Es soll heute den ganzen Tag nur regnen. Wir haben Sonntag. Also Sonntag. Da sagt eigentlich der Name Sonnen. Da ist Sonne drin, ne? Aber irgendwie nicht hier. Nein, hier nicht. Aber das stört uns auch nicht wirklich. Wir suchen uns jetzt Plätze. Wir werden dem Wetter mal schauen, wie wir das am besten jetzt machen. Genau. Wo wir hinfahren sollen, weil auch für morgen ist nochmal Regen angesagt. Also das... Es werden 2 gemütliche Tage für uns werden. Also wir werden nicht so viel unternehmen wahrscheinlich. Das heißt, das wird auch alles am Stück dann in dieser Folge laufen. Das heißt, genau. Wir werden da nicht allzu viel zeigen. Wir werden wahrscheinlich ein Filmchen eher gucken. Aber erstmal wollen wir gucken, runter. Wir müssen da runter wieder. Also in 1080 Meter müssen wir wieder so runter. Ja, so, das geht ganz gut runter, ehrlich gesagt. Und schön müssen, langsam wieder. Ja, ein bisschen aufpassen, weil da sind ein paar Huckel. Also die sind schon echt, mal gucken, ob man da wieder aufsetzt. Ja, wir sind ja nicht aufgesetzt, aber... Ja, es geht jetzt andersrum. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall schon schön hier, wenn es nicht gerade regnet. Die haben ja echt komische Sachen hier im Radio. Alien verkaufen. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ja, wir haben jetzt einen zweiten Versuch gestartet. Wir hatten gestern schon mal so eine Aufnahme gemacht. Ist gar nichts geworden. Also dieses Mikrofon, was wir da hatten, ist für ein Poppes. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das besser geht. Man wird auf jeden Fall ein bisschen Motorgeräusche hören. Ja. Also ich will mir ja meine Bremsen hier nicht verrauchen. Also von daher, ein bisschen muss der Motor arbeiten. Ja, wir hatten auch gerade schon das wunderbare Vorteil, Nachteil, wir mussten zurücksetzen, weil eine Muku hochkam. Uns entgegenkam, genau. Und es ist ja so, in der Schweiz hat der Bergaufverkehr Vorrang. Außer du bist ein Bus. Eigentlich sind wir ein Bus. Ich verstehe es nicht. Ja, aber der war mit Anhänger unterwegs und da macht man das gerne. Und das war auch für uns, da war auch gleich eine Ausbuchtung, da ging das. Ja, und man sieht teilweise, ne, die Wolken, die... Das seht ihr ja auch schön auf der Kamera, also teilweise sieht man ja auch die gegenüberliegende Seite. Ja, und wir dachten einfach mal, wir zeigen euch auch hier diesen Weg. Wie gesagt, das ist eine schmale Straße. 1,1 Kilometer halblinks abbiegen auf Gaffadura Straße. Genau, es ist nämlich die Gaffadura Straße. Ja, und das genießt ihr jetzt einfach mal. Bergab.
an sich lässt die Straße gut fahren, ne? Ja, das geht schon. Also man muss sich, glaube ich, erst dran gewöhnen. Also wahrscheinlich mit einem 6-Meter-Fahrzeug ist das auch noch machbar. Also oben der Platz zum Drehen, da sollte keiner stehen, ansonsten müsst ihr ein Stück zurücksetzen. Da gibt es dann noch eine Bucht zum Drehen. Ja, das sind so, weiß ich nicht, 100 Meter, die man dann rückwärts fahren müsste oder sowas. Apple Maps hätte uns jetzt hier vorne links reingeführt. Da sind wir gestern gefahren. Genau. Das hat ja überhaupt gar nicht. Das also völlig falsch war das. Wir hätten zwar gedacht, wegen dem Sackgassenschild, ja, alles gut, passt, aber nee, nicht ganz. Und Google Maps, Gott sei Dank, hat uns auf die richtige Route geschickt. Weil sonst glaube ich, okay, dann wären wir ganz woanders gelandet. Und das wäre schade gewesen, weil mit dem Blick, den wir da gehabt haben, war es schon schön, ja. Der sagt ja schon wieder Sachen hier im Video. Mann. Ja, das stimmt aber. Da hat ein paar Kühe hingemacht. Und wenn ihr fragt, welche? Die da hinten. Wahrscheinlich. Ob ihr jetzt was gesehen habt, weiß ich aber nicht, aber ich glaube mal schon. Ja, wir sind am Vägitaler See. Ja, haben eigentlich über Park von Night was geguckt, weil das ist schon schön. Man kann ja auch wirklich umherfahren, einmal wirklich rundherum. Ja. Und genau das ist das, was wir jetzt auch tun werden. Einmal rundherum fahren und dann werden wir uns einen anderen Platz suchen, weil hier ist das Campieren. Zelten und Camping ist hier verboten wegen... irgendwelche Wasserwerke oder irgendwie sowas, genau. Die das halt mit einer Strafe von 50 Schweizer Franken bestrafen. Genau, und das also. Sehen wir nicht ein. Und wie gesagt, wenn das da steht, dass wir das nicht machen sollen, dann machen wir es auch nicht. Man sollte es auch respektieren. Es gibt halt bestimmte Orte, bei denen geht das nun mal nicht. So. Genau, und aber wir haben hier eine schöne Aussicht, die wir jetzt natürlich wieder mit euch machen. Deshalb drehen wir uns wieder. Soll ich mal halten? Genau, halt du doch einfach mal. Und ich genieße einfach den Blick, den wir dort haben. Und das Gebimsel und Gebamsel. Ja, ist so typisch hier. Es ist sehr schön. Ja, und? Also Aussicht ist hier echt bombastisch. Zum Wandern und so weiter kann man das hier wunderbar, glaube ich, machen. Da oben kann man auf die Berge hoch. Da hat man dann natürlich noch eine bessere Aussicht. Man kann auch, denke ich, mit dem Fahrrad hier rumfahren oder E-Scooter. Aber ja. Das Wetter passt heute einfach dafür nicht. Genau, überhaupt nicht. Also da würden wir das nicht machen. Nein. Und man kann wohl hier auch sehr gut angeln. Also liebe Angler, wenn ihr mal kommen wollt, hier geht das wohl sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob man hier einen Angelschein braucht. Nee. Das müssen die Angler selber prüfen. Genau, ein bisschen müsst ihr auch selber machen. Genau. Ja, was soll man sagen? Wir haben noch was entdeckt. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also hinter uns gibt es einen Wasserfall. Da werden wir jetzt gleich ein paar Fotos machen. Und ansonsten sind wir jetzt fast schon rum um den See. Das war so von der Straße her so fürs Auto immer wieder rauf und runter und ganz schön holprig, aber es ging. Also man konnte es fahren. Ja, würde sagen. Der Marcel, der holt jetzt noch die Speicherkarte, weil die haben wir vergessen für die Spiegelreflexkamera. Das ist halt manchmal so, naja, da kommt er auch schon. Jetzt werden wir dann erstmal ein paar Fotos machen. Ui, 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 mal wieder eine Anfahrt.